So, Dani ist zwar noch nicht bereit, aber wir machen weiter bei Inferi Mario, nachdem wir das letzte Mal das Level gebroken haben. Fett, ja, geil. Allerdings, es wird wohl gefixt. Er wird wohl irgendwas finden, um das zu fixen. Also er meinte, dass das sogar schon gefixt ist, aber gut. Wenn er es gefixt hat, dann machen wir es vielleicht auch nochmal richtig irgendwann. Jetzt soll es erstmal Ja, reichen, um genau. weiterzulaufen. Sehr gut, ja, das ist das Wichtigste. Ist Bei richtig. Nurfelt haben wir ja auch teilweise Sachen gebreakt und dann hat Tony Scanner da haben wir es nochmal richtig gemacht. Also, Porta Dextra ist das nächste Level. Alles wieder Latein oder so. Großartig. So, also, was haben wir denn hier? Ich mache erstmal eine neue Reihe Save States auf. Stimmt, ich habe das letzte Mal nur mit einem einzigen Save State die ganzen unsichtbaren Yoshis gemacht. Naja, warum nicht? So. Ah, ja, stimmt. Das war ja die eigentliche nur. Huch! Ach, da ist ein Vieh. Ich hab mich. Na komm, geh hoch, Pflanze. Danke. War ja eigentlich. Ja. Moment, ich habe Egal. gar nicht. Ich starte hier und guck gar nicht in den Block. Da ist ein Yoshi drin. Gut. Natürlich ist da ein Yoshi drin. Was Instant meinst du? Level Win, weil wir es wieder breaken werden. Nein, keine Ahnung. Mal gucken. Also, das ist ja, wie gesagt, davon habe ich schon mal so. Ich weiß nicht. Also, er hatte davon jedenfalls ein Video hochgeladen und ich habe da irgendwie 20 Sekunden oder so gesehen. Und mich währenddessen halt mit Conan unterhalten und da habe ich nicht viel von mitbekommen. Aber irgendwie, also das sieht ja hier schon alles wieder danach aus, dass man hier irgendwas verglitschen muss. Natürlich, ja, es werden hier nur Glitches gefordert und da ist bestimmt ein Notenblock, Nein, aber nicht mal. ich meine nicht verglitschen im Sinne von einem Glitch anwenden, sondern dass man hier sich treffen muss, während ein Ach etwas so, das ja. während irgendwas passiert. Das heißt, das weiß ich da schon wieder, wobei In der die Richtung ist Kopfballer auch ist ja. schon Ende, okay. Ja, okay. Ist ja auch, Okay, aha, ich da oben darf. ist eine Shell. Ich soll jetzt erstmal nicht mehr in Luna Magic reingucken, ne? Das wäre ganz nett, ja. Ja, okay. Okay, also da ist ein Oh, Pilz. Da ist ein Pilz. wo ist ein Pilz? Achso, in dem Block da, ja, gut. Genau, und hier ist ein Yoshi gewesen. Und hier komme ich jetzt erstmal nicht hin. Da muss ich einen Yoshi holen. Okay, dann holen wir doch mal das Yoshi. Du das. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Einfach mal gucken. Ja, ah, sind die Blöcke. Was sind wir? Welche? Ah! Okay, ja, sehr gut. Das Da muss sind man diese natürlich auch erstmal drauf Blöcke. kommen. Das ist fies. Hier auch, hier nicht. Hier schon. Wobei ist Hier jetzt die noch Frage. nicht. Hier sind die Ach, Blöcke. es ist nicht überall da, ja? Also es Das ist ist. der Zündisprung, der ist extra gekennzeichnet mit Pfeilen. So. Wir lassen jetzt Yoshi erstmal am Leben. Warum gehst du da jetzt eigentlich hin? Na, weil ich sonst nicht weiterkommen woran. Ich will mal gucken, was da drüben ist. Ja, mach das. Der Zündisprung, so, Zündisprung geschafft. Ist da irgendwas noch? Da geht's weiter, okay. Und zurück. Was haben wir hier oben denn alles Hübsches? Hops. Na. Was tust du denn damit? Renn! Okay, da komme ich nicht hoch. Dann komme ich hier hoch. Gott, das ist so krass verwirrend alles, ne? Aha. Okay. Ich Hast du glaube, denn jetzt haben da wir erstmal alles irgendwas gesehen, hier? was wir bisher sehen können, wenn ich mir das so an. Hast du denn Nein, da ich kann schon hier die noch Decke? drüber. Ich kann hier. Was? Das funktioniert? Okay. Warum funktioniert das? Da kannst du sogar weiter springen dann. Guck mal, da kannst du rechts drauf springen. Oder geht das wieder nicht? Doch, das dürfte eigentlich gehen. Da sterbe ich. Ach, da stirbst du, das ist ein Das sind vielleicht Todesfall. manche. Aber ich komme so zumindest mal das Springboard dran. Nein, komme ich nicht. Ich sterbe, wenn ich drauf gehe. Hä? Aha. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Ach, weil ein Block ist. Ach Gott. Okay. Gut, also ich Was könnte steht hier jetzt als gerade Großer deine rein, könnte mich Frage? dann hier durchdrücken, eventuell. Das ist die Frage, ist, ob das geht oder nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt auch Ich nicht. auch nicht. Aber okay, das ist der Grund, warum ich da sterbe. Schon mal gut zu wissen. Ja, das stimmt. So, jetzt würde ich hier gerne wieder raus. Raus. Na gut, Ja. gehen wir anders raus. Drücken wir das, machen wir das mit R. So. Hier ist eine Cooper-Schussmaschine, zumindest sowas ähnliches. Okay, sehr weit kommen wir jetzt nur noch nicht. Komme ich hier rüber? Ja, aber es bringt mir nichts. Gut. Zurück mit Yoshi. Okay, gehen wir mal hier mit Yoshi hoch. Stimmt dabei, okay. Fuck. Ich könnte die Pflanze essen, aber ich will die mal lieber noch am Leben lassen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann ja hier so. Ne, hier ist. Nein.
Die ist, es ist so verlockend, jetzt die ganze Zeit wieder in Luna Magic zu gucken. Und das ist so nee, scheiße. Tu mal damit noch ein bisschen warten. Ja, es ist also doof. So, da brauchst du einen Piece. So, zumindest komme ich jetzt mit Yoshi mal hier hoch. Was? Ist da gerade ein Block aufgetaucht? Vielleicht ein Notenblock? Ah, Tatsache. So. Ist echt ein Notenblock, sind ja. Sind hier okay. Überall welche? Mal gucken. Da ist auch einer, ist dann in der Mitte auch einer. Ist gut, dass du das ausprobierst. Ja, man muss ja, muss ja, muss ja. Hast du das in Hentai gemacht? Ah, ich darf wieder nicht spoilern, Mensch. Naja, ob ich in Hentai Notenblöcke ausprobiert habe, das jetzt... Es sind, waren ja Lebensblöcke, aber ist ja egal. So, dann kann ich vielleicht das hier hoch. Nicht so, der größte Spoiler. Dafür müsste ich aber erstmal an dem Vieh vorbei. Ah, ist doof, nee. Ah, oh Gott, ja, jetzt scheiße, dass ich das Video gesehen habe. Ich glaube, wobei es ist relativ eindeutig, dass man hier irgendwas verglitschen soll. Mir kommt gerade die Idee, wenn du die Pflanze verglitschst, ob das funktioniert, aber dass du dann durch die durchspringen kannst und dann auf die quasi mit Yoshi hoch, dass du da hochkommst. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist aber eine interessante Idee, ja. Das dürfte funktionieren doch, oder? Das wäre auf jeden Fall ziemlich interessant. Jetzt will ich erstmal wissen, ob ich hier irgendwie... Nee, ich komme hier nicht mal runter von Yoshi. Ich kann mich hier auch nicht durchglitschen. Okay. Ja, vielleicht wollen wir mal wirklich die Pflanze verglitschen. Das können wir mal probieren. Tun wir jetzt mal wieder erstmal das Viech offscreenen, dass der Koopa vielleicht wieder kommt. Einfach nur da, zu gucken, ob das funktioniert, das wäre ganz gut, glaube ich. Ja. Ist jetzt ja an sich nicht so problematisch. Boah, krass. Wobei das an sich auch ganz schönes Timing ist, ne? Ich glaube auch. Wobei, es dürfte gerade gehen. Schon passiert. Ist die jetzt runtergefallen? Nee. Und ich sehe es durchlässig. Tatsächlich. Nice. Alter, das ist cool, ja, das ist echt cool. Sie geht sogar immer höher, sie geht gar nicht mehr runter. Sie hat keinen Bock mehr. Sehr geil. Das ist irgendwie so, cool. Aber jetzt komme ich hier dann trotzdem nicht weiter. Hier ist Endstation. Ja, okay, was ist denn, wenn du da runter... Was ist denn da? Na, wenn ich da runterfalle, komme ich da an, wo ich eh schon vorher war. Kannst du da graben? Das sieht so ein bisschen nach Nerfworld aus. Was? Da rechts. Rechts. Hier? Das hängt gerade bei mir. Ja, genau, die Blöcke. Kann man die wegmachen? Nee, schade. Nee, nee. Das ist aber die Stelle, wo ich vorhin hochspringen wollte, also... Ja, ja, stimmt. Da komme ich dann auch nur darüber. Ach, da warst du ja schon, ja, richtig. Ja. Ach, guck mal, wer da oben gerade aufgetaucht ist. Ja, was jetzt ist klar, was wir wollen. Ja, den runter. Okay. Ja, okay, ich verstehe. So, Nummer 1. Das war Zufall. Wow, nicht schlecht. Das war auf ersten Versuch. Ach, da unten war ein Block. Ja, dann stößt du den Block an. Ja, ja, genau. Dann kommen wir mit irgendeinem Item, womöglich Shell, P-Switch, Stern, was auch immer. Keine Ahnung. Ah, das ist jetzt natürlich. Der erste war natürlich wieder wunderschön. Und jetzt dauert es wieder ewig. Na, Alter, meine Saves jetzt setze ich aber auch gerade echt dämlich. So. Ah. Yes! Man muss ein bisschen vorher sogar dran drücken. Okay. Ja, da ist jetzt ein P-Switch. Okay. Schön. P-Switch, ja, sehr gut. Den kann ich mir jetzt wieder mit L und R holen. Ach, das solltest du sogar wirklich tun, weil du kommst mit Yoshi gar nicht rüber hier. Huch. Ohne Probleme. Ja, toll, jetzt ist er auf die andere Seite gekippt. Ja, geil. Okay. Das sieht bei mir aus, als würde er die ganze Zeit nach links gehen, aber gut. Was tust du? Du kannst auch... Ah, ja, sieht doch gut aus. Naja, kommt ja schon. Ja, ja. Nein. Nein. Ja, danke. Sehr schön. So. Ah, die Pflanze ist auch wieder da. Wahrscheinlich jetzt nicht mal mehr verglitscht. Oh ja, stimmt, das weiß ich nicht. Problem ist aber, dass ich den kleinen Koopa dabei getötet habe. Wahrscheinlich sollte ich das nicht tun. Hast du hier, kommst du an die grüne Shell ran? Nee, ne? Ohne weiteres? Nee. An die grüne Shell? Nee, die ist weg. Nee, da. Nee, auch vorher kommt man da irgendwie ran? Ich weiß das gar nicht. Nee, die war, wie gesagt, da oben. Auf den Ropes. Ja, okay. Da oben. Da auf den Ropes. Da, oben links. Naja, ich sehe schon.
Kommt man da Wie komme ich ran jetzt mit dem? wieder raus hier? Das ist jetzt die nächste Frage. Was passiert, wenn ich den drücke? Mal andersrum gefragt. Acht! Huch! Das ist eine Tür. Was ist denn da drin? Das ist bestimmt fake, kannst du mir nicht erzählen. Hä? Das ist schon mal ein neuer Raum. Ob der fake ist oder nicht, werden wir noch rausfinden. Also so ganz spontan würde ich hier behaupten wollen, dass man da irgendwie anders rein muss, nicht als kleiner Mario. Aber wie willst du hier durch? Die ist eine kleine Tür und das wird immer eine kleine Tür bleiben. Ich würde eher behaupten wollen, dass man da durch einen anderen Exit irgendwie anders noch hinkommt, aber... Das ist gut möglich, aber wir können uns jetzt auf jeden Fall mal dort umgucken. Ja, guck dir das ruhig an, klar. Mach das. So. Da waren eben gelbe Koopas, hab ich gesehen. Ja. Die gehen nicht da rein. Doch, jetzt, okay. Jetzt tötet er den anderen natürlich. Ach, der springt jetzt da hoch, natürlich. Der springt jetzt ja da hoch. Geil, jetzt ist der da oben und wenn ich das jetzt irgendwie richtig hinkriege, dann... Jetzt müsste ich dem noch irgendwie eine andere Shell geben. Huch! Ja. Ah, Moment, jetzt kann ich ihn erstmal benutzen, um da hochzukommen. Nee, kann ich nicht, okay. Da oben ist nämlich ein Switch. Ein blauer B-Switch ist da oben. Da kommst du aber doch wohl... Ich denke mal, da kommst du doch hoch mit dem Vieh, oder? Ja, dann töte ich das Vieh und ich weiß nicht, ob ich das Vieh töten darf. Ja, das ist richtig. Denn dann schießt er mir hier die Shell raus. Oh, ja, ja. Nein! Okay, Shell-Vorbereitungsweg. Und hier ist halt jetzt auch noch dieser Block da nicht ausgelöst, was auch immer da drin war, ne? Achso, ja, das stimmt. Da könnte zum Beispiel ein Pilz drin gewesen sein, der da rauskommt, oder. Alles Mögliche kann da drin gewesen sein. Aber egal, gucken wir uns jetzt mal hier um. Also hier muss ich jetzt entscheiden, erstmal dann auf welche Plattform die Shell fallen soll. Super Puzzle World lässt grüßen, ne? Oh ja. Wie weit ist denn das? Das ist gar nicht mal so weit. Und da willst du dann... Hä, kannst du da nicht einfach irgendwas mitnehmen? Sieht jetzt derzeit danach aus, als würdest du da einfach... Ich hatte doch gerade einen P-Switch in der Hand. Ja, richtig. Wobei, es kann natürlich auch sein, dass du mit was dann durch die Röhre da gehen möchtest. Wahrscheinlich, ja. Hier wird halt irgendwas drin sein, was ich mitnehmen will. Aber du kannst an sich ja erstmal gucken. Aber wir können ja mal gucken. Ja, genau. Großartig. Ja, siehst du? Was steht hier? When you stomp on an enemy, you can jump high. If you hold the jump button, use up on the control pad to jump high in the shallow water. Ha. Die Frage ist, will er mir hier irgendwas Geglitschtes? Soll ich hier irgendwas? Ja, das sieht derzeit erstmal danach aus, dass du da mit einem Yoshi mit einem Schlüssel im Mund sterben sollst. So ganz spontan. Aber gesagt. Der Punkt ist ja, hier kommst du ja überhaupt, du wirst hier reingeportet. Du kannst dich hier durch die Röhre nicht durchlaufen mit irgendwas mitnehmen. Na, du kannst es theoretisch schon, aber dann musst du halt irgendwie wieder verglitschte Scheiße da machen. Und das wäre auch wieder richtig eklig, also das muss auch nicht sein. Du kannst durch eine Röhre gehen und wirst geportet, ohne dass du aus der Röhre rauskommst und hast trotzdem noch was dabei? Du hast doch bei Zinni auch schon mal durch eine Tür ein Item mitgenommen. Kann sein. Das war doch irgendwie mit diesem Layer-Glitch da, also... Aber warum ist hier ein Ach so, gut, der Manche ist einfach zum Töten da, ja. Der Manche ist da zum Töten. Das ist allgemein so. Ja, okay, also gehen wir mal zurück. Ich will mal wissen, was in diesen Blöcken hier drin ist. Das müsste man doch auch relativ schnell rausfinden können. Das ist wahrscheinlich... Ah, da kannst du da einfach mit dem P-Switch gehen, genau. So einfach, das ist jetzt wirklich nur ein einziger... Also gut, ich darf hier natürlich die Münzen nicht wegmachen. Das ist schon mal der erste Punkt. Da ist... du musst auch gar nicht mit einem Panzer das da alles machen. Du kannst einfach den P-Switch da durchwerfen, durch die Wand. Das hier sind Tötungsblöcke. Ja, du kannst den P-Switch, du hast den doch eben da auch mit nach unten genommen. Du kannst einfach mit dem P-Switch die beiden Blöcke da auslösen. Geht also, das von unten? Nicht von unten, einfach von der Seite mit, weiß ich nicht, ob mit Anlauf oder nicht, einfach halt. Ach so. Hast du doch auch schon mal gemacht. Ja, aber das ist, glaube ich, fast sogar schwieriger als das, was ich eigentlich vorhabe, oder? Kann gut sein, aber das heißt auf jeden Fall für mich jetzt, und das wissen die auch, kannst mir nicht erzählen, dass man das die ganze Scheiße mit der Shell gar nicht machen müsste. Also das Ganze sieht mir hier ein bisschen nach Fake aus. Ja, das ist gut möglich. Vielleicht ist auch das hier einfach alles Fake, dass man... So ähnlich wie... Ach nein, das darf ich jetzt wieder nicht sagen. Nur weil du das gemacht hast, ja. Hä, was?
Dein Waldlevel. Ja, das darf man doch jetzt nicht sagen. Ach, freilich. Was? So. Langweilig. Was passiert eigentlich, wenn ich den hier drücke? Das habe ich noch auch nicht gemacht. Vielleicht taucht da noch irgendwo eine Tür auf. Ach. Ach so. Okay. Ich wollte schon sagen, hä? Ja, los, da sind auch noch Münzen. Los, sammel die ein. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir bauen jetzt. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Wir bauen jetzt einfach mal kurz den Weg. Das kann ja nicht so schwer sein, den Weg da durchzubauen, ganz ehrlich. Nö. Ich könnte auch ehrlich gesagt mal in Luna Magic gucken, ob man Nee, irgendwo nee, 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 nee. Gut. Kein Luna Magic für dich. So. Im Grunde, was will ich großartig? Der muss ja bloß hier rüberkommen. Alles andere ist ja egal. Das ist ja gar nicht mal so schwer, hier den Weg zu basteln, oder? Ja, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es gar nicht möglich ist. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das hier alles. Also, ich glaube, dass das irgendwie schon fake ist. Das wäre mir alles wieder ein bisschen zu kurz. Und so eine blöde Tür dahin zu setzen und ein ganzes Level zu bauen, ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich mache jetzt mal hier die ganzen Münzen weg. Mach das mal. Die Shell soll ruhig bis hier ganz nach unten fallen. Habe ich nichts dagegen. Ist die Frage, ob Na, sie hier das. will ich die Münzen nicht wegmachen. Ich glaube, die fällt da gar nicht nach ganz unten. Oh, Das ist eben mein das, Gott. was ich mich gerade frage. Die glitscht sich hier rein, wenn ich das jetzt so lasse, ne? Die wird nicht Wobei, umkehren. nein, hä? Wobei doch, dass sie umkehrt, dafür mache ich das ja mal gerade. So. Jetzt muss ich dann nur wieder hochkommen. Scheiße. Ach so, ja, stimmt. Da musst du wieder hochkommen. Das ist scheiße. Ich würd die Blöcke mit dem P-Switch auslösen. Das ist nicht so schwer. Wie? Ja, das, was du eben schon versucht hast. Ach so. Ja, naja, gut, jetzt kehrt sie um. Was es soll. Dann kannst du von mir aus. Hier sollst du da reinspringen. Das wäre ganz schön. Muss ich das nur irgendwie so aufkriegen, dass die mir dann da in die Lücke reinspringt. Wo würden das denn etwa sein? So vielleicht? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es so hinhaut. Jetzt. Ah, das dürfte vielleicht Oh, schaffen. wo bin ich denn jetzt Hä? runtergefallen? Ist da irgendwas? Huch? Cool. Da ist offen. Scheiße. Ist das blöd, ey? Das ist ein bisschen blöd für meinen Shellplan, die hier unten entlanglaufen zu lassen. Ja, vielleicht geht die da drüber, das Vielleicht geht sie passiert ja. drüber, ja. Das passiert ja manchmal. So, Kollege. War sehr Laufen Sie schön. mal los. Ach, das ist alles Fake. Nimm dir die Shell und mach das mit der Shell da irgendwie halt. Ah, sie ist unten. Hast du gesehen? Jetzt muss ich nur gucken, ob sie da reingesprungen ist. Okay. War doch, cool gemacht, Conan. Sehr cool gemacht. Das war zwar. Ah, ja, okay. Zwei Münzen oder eine Münze mehr wegmachen. Gar nicht mal so doof, oder? Wobei, sag mal, warum machst du das Ganze gerade? Du kannst die Shell einfach selbst danach nehmen und die dann da in den Gang schmeißen. Stimmt. Ey, das ist sowas von Fake hier, das ist so scheiße. Richtig, ich kann die einfach dahin holen. Dürfte klappen, oder? Ja. Ist halt die Frage, ob Ich du will das schnell trotzdem machst. jetzt den Weg schön bauen. So wie gerade Ja, dann eben. bau. Hatte ich das jetzt Dann so gehabt oder spiel hatte ich mit noch deinem. mehr weg? Spiel mit deinem Ich glaube, Spielzeug. Ja, eine ich. machen wir noch weg. So, eine Du rein kannst machen wir auch. weg. Nee, ich würde gar nicht direkt. Ich würde einfach die Münzen oben wegmachen. Ja, also wenn es nicht hinhaut, dann nehme ich die Shell einfach in die Hand. Gut, meinetwegen. Hast natürlich recht dabei, ja. Dann können wir jetzt auch gleich mal gucken. Da hast du natürlich auch wieder recht. Immer, ja. Ah, ja, gut. Ja, okay. Dann gehen wir einfach der Shell hinterher. Scheiß drauf. Oh. Oh, ja, naja, gut. Uff. Halt. Stopp. Danke. Kann sagen, da werden wieder Erinnerungen an SMP wach. Schlüssel. Schlüssel und auf der anderen Seite Yoshi, oder? Ja, Ja. das ist sowas von Fake, Alter. Das ist sowas von Fake. Schön. Na gut, vielleicht, es gibt da so ein. Bist du in die Röhre reingegangen oder wurdest du von der Röhre geportet? Also bist du durch eine Röhre Ich gegangen bin oder schon in die wurdest. Röhre reingelaufen. Na gut, dann kann es teilweise passieren, dass das Item, was man da mitnimmt, dann irgendwie spawnt. Also das ist auch so ein komischer Bug. Mach's einfach mal. Warum Vielleicht man haben da die da. runterfällt, frage ich mich trotzdem, weiß ich nicht. Ach so, das liegt daran, dass das Teil ist.
Na gut, da ist nicht, aber. Schade, jetzt ist die. Ich wollte jetzt mal gucken, was in dem Block noch drin ist. Das hätte ich nämlich auch mit der Shell machen können. Das machen wir mal gerade. Ich speichere jetzt hier. Und spule Ach, zurück, wo ich die Shell in der da Hand ist habe. Bestimmt gar nichts drin. Ja, Was aber willst du dann. denn da? Aber Was dann willst weiß du ich es da? zumindest. Dann habe ich die Sicherheit, dass da nichts ist. Wie willst du denn da überhaupt reinkommen? Na. Willst du mich veralbern? Mit einem unsichtbaren Yoshi. Ich habe eine Shell in der Hand. Ja, aber du musst da wieder hinkommen. Du ich musst will erstmal gucken, da. Was, na, ich will doch nur gucken, was drin ist. Ja, gut. Nichts. Wow. War da wirklich nichts drin oder ist da irgendwas Könnte natürlich Sprite Limitation sein, ja. Nee, aber an sich hört man das ja trotzdem schon, oder? Ne, da kommt nichts raus. Ja, Gut, okay. egal. Ach so. Sprite Limitation wird es nicht sein, glaube ich nicht. Hä? Das Wo sind habe ich wir jetzt nicht den da. wo hab ich jetzt den Safe? Du hast nicht mal Perma-Sprites. Hast du jetzt wieder verkackt? Ups. Das war doch 4 oder 3 oder so, oder? Ups, ne, ich hab's jetzt wieder zurückgemacht, aus Versehen, ja. Ist ja egal. So. Scheiß drauf. Oh, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie auch nicht bedacht ist und man das breaken kann. Einmal Schlüssel. Das ist so lustig. Das ist viel zu einfach. So und ja, einmal das Glück, geht. einmal nach Aber oben es kann, duplizieren. kann natürlich wirklich gut sein, dass sie das nicht bedacht haben. Ach, ich bitte dich. Ja, wieso? Das kann sein, dass sie das als Fake gebaut haben und dann da nie reingegangen sind. Meinst du? Nö, aber es kann gut sein. Achso, du musst ja den Schlüssel auch mitnehmen Hä? Auf Yoshi. Du musst den Schlüssel auf Yoshi nehmen. Ja, aber er läuft gerade gar nicht durch. Hä? Ach, weil der Turnblock unten jetzt nicht ausgelöst Ach so, ist ja, mehr. Gut, okay. Aber das geht Ach, ja. Das geil. Ist ja Huch! What the fuck, was tust du da? Jetzt hat's mich durchgedrückt. Bitte? Was ist denn da? Ich habe Yoshi mitgenommen. Ja, boah, warum solltest du Yoshi auch nicht mitnehmen? Wundert mich gerade. Ich dachte, wenn ich geportet werde, nehme ich den nicht mit. Du kannst doch Yoshi auch durch Türen mitnehmen. Ein Port ist doch nichts anderes als eine Tür dann. Ich meine... Guck mal, der geht wirklich bis hoch an Schlüssel. Auch wenn ich den Schlüssel dabei habe, bin ich durch. Ja, wenn. Ich glaube, wie gesagt... Oder reicht also die Höhe nicht? Ich weiß es nicht. Was natürlich jetzt gut sein könnte, ist, dass sie das eingeplant haben, dass der Schlüssel da gleich wirklich auftaucht. Aber dass du halt nicht rankommst, das wäre so lustig. Fällt das so einfach am Rand vorbei, oder was? Ja, genau, das könnte So, hallo, echt... hier bin ich. Wow, das wäre sogar echt cool. Dann wäre ich... Oh, ich würde jetzt wirklich gerne noch... Aber wie mache ich denn das? Da muss ich jetzt erstmal auf Slow-Mo auf jeden Fall gehen. Ja, du könntest vielleicht hier noch die Shell wieder hierher holen oder so, dann... Ich will die also beide aufdrücken, will dann ganz schnell den... Oh... Das geht aber doch gut, du bist doch... Der ist doch im Vordergrund, der Schlüssel. Das würde sogar von der Zeit, ups, von der Zeit erreichen, ja. Was tust du? Krass. Ich muss jetzt erstmal hier wieder aufdrücken und dann losgehen. Ja, genau. So. Großartig, großartig. Nicht so. Du kannst doch einfach auf den so drauf. Der ist doch, wie gesagt, im Vordergrund. Ich glaube, du kannst da einfach so drauf gehen. Wie? Wie du es in SPW3 gemacht hast. Das ist zum Glück gar nicht lange her. So ist das totaler Schwachsinn. Du stellst ihn einfach auf den Boden und springst dann drauf. Ach so, ja. Irgendwie so halt, ja. Ja. Ich weiß, was du mir sagen möchtest. Dürfte eigentlich klappen. Ich glaube, wenn der im Vordergrund ist, dann klappt das. Hey, was ist denn das da? Weiß Bei mir sieht falsch. Das immer so aus, als wärst du auf dem Yoshi und würdest dann wieder runtergehen. Nee, ich bin überhaupt nicht auf dem Yoshi noch bisher. Ich bin immer nur auf dem Schlüssel. Ja, okay. Ging das echt so? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung, muss ich gestehen. Ich glaube, das ging so, ja doch. Irgendwie so ging das. Okay, üben wir das erstmal, bevor ich hier ständig jetzt das in Hektik mache. Ach so, ja, gut. Wie ging das denn? Du hast recht, ich meine mich auch an sowas zu erinnern, ja. Das ging auf jeden Fall. Hattest du da gerade nicht? Das nee. Sieht bei mir immer so aus. Das sieht nur so aus, weil er halt in dem Moment ganz kurz... Oh ja, das sah jetzt aber wirklich so aus. Hä? Warum gehst du da immer wieder vom Yoshi runter dann auch? Das sieht bei mir immer so aus, als wärst du mit dem Schlüssel auf Yoshi und gehst dann wieder runter. Echt? Ja, na gut, das kann auch an der... Das ist, glaube ich, einfach nur der Frame in dem Moment, wo es wirklich noch so aussieht, aber ich halte ihn halt nicht fest. Ja, das kann gut sein. Vielleicht gehst du vorher mal auf Yoshi, lässt dich dann runterfallen ja, und wie gesagt, dann irgendwie... ich übe das jetzt mal kurz ohne Hektik. Wie ja, war denn das ohne jetzt Hektik. Nochmal? War das irgendwie so? Komisch.
Was weiß ich das nicht mehr? Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Ich mach's trotzdem. Soll ich nachgucken, wie genau du das gemacht hast? Ich bin der Meinung, du hast das irgendwie so gemacht, dass du mit dem Yoshi dann auf den Schlüssel gesprungen bist. Leg mal den Schlüssel einfach hin, geh mal auf Yoshi. Ich bin mit Yoshi auf den Schlüssel gesprungen. Nee, du, jetzt bist du hochgesprungen, hast Yoshi fallen lassen und bist dann einfach wieder runter. Auf die beiden drauf und dann hast du ihn gehabt. Really? Ja, hat ja geklappt. Keine Ahnung, warum das nicht klappt. Ich guck einfach mal nach, vielleicht war da auch im Hintergrund, aber das ja, guck mal. Such das mal, viel Spaß. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Hier, Important Coins. Ich probiere, solange du guckst, probiere ich die alte Methode, wie man es halt auch mit dem Springboard macht. Ja, ja, genau. Das sollte ja in jedem Fall funktionieren. Aber ich denke mal, ich werde kein Item mitnehmen, ne? Nee, ja, eben. Also durch die Röhre nimmst du es halt noch mit und ab der Röhre dann, wenn weil du dann geportet wirst... Den P-Switch habe ich ja auch nicht mitgenommen vorhin. Ach stimmt, der ist auch nicht runtergefallen oder so. Ja, gut, okay. Na, ja, der hätte auch irgendwie, wenn dann... Es passiert halt manchmal, dass du... Das hast du beispielsweise in irgendeinem Nerf-Hold-Level hast du das auch mal gemacht. Also ich habe das halt auch immer gemacht. Ach, das ist die Cave. It's a Cave 2 ist das. Ganz zu Beginn musst du doch da mit einem P-Switch musst du da durch... das siehst du ja bei Scarecrow dann auch noch. Musst du da mit einem P-Switch durch... Ich erinnere mich aber gerade auch an ein anderes Szene-Level. War das die End oder so? Wo ich, nee, das war nicht die End, aber wo ich auch die ganze Zeit mit dem Yoshi und dem Schlüssel rumgetan habe und es einfach nicht ging. Das war doch, da habe ich stundenlang rumgemacht mit dem scheiß Schlüssel und dem Yoshi und es ging einfach nicht, weil die im falsch rum waren. Muss der Schlüssel nicht im Hintergrund sein? Ich bin gerade hier dabei, also es dauert... Wenn ich hier einfach nur den Schlüssel mitnehme, passiert ja auch nichts, ne? Ne, ich nehme halt nichts mit, das ist das Problem. Ja, weißt du, ich weiß auch gar nicht, warum wir uns da jetzt mit beschäftigen hier. Das ist sowieso Spaß. Das wäre aber cool. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Das gefällt mir hier, das ist... Ich bin schon mit Yoshi hier, aber jetzt... Ja, der Schlüssel fehlt halt. Und der kommt hier auch nicht, das ist Quatsch. Das ist echt Quatsch. Ja, du kommst da überhaupt nicht. Spul mal kurz zurück, du kommst da gar nicht hoch genug, oder? Das weiß ich nicht. Das ist halt das, was ich gerne ausprobieren würde. Es ist halt echt knapp. Ja, mach mal, oder zeig das mal bitte nochmal kurz. Also wenn es nicht geht, dann ist es echt knapp. Ich glaube nicht, dass das klappt. Warte. Dass du warst locker einen Block unter dem... Schlüsselloch. Taxman, wow. So, guck her. Ja, ich gucke. Nee, jetzt bin ich nicht angesprungen. Ich muss springen, ja. Du musst auf jeden Fall mit Yoshis Maul musst du doch da in der Ach, Nähe fuck. Sein. Oder beziehungsweise mit Yoshi. Nein, ich muss echt hoch sterben. Ach so, dass du... Ah ja, okay. Dass du da noch irgendwie ein bisschen Block gewinnen kannst oder so. Also Marius ja, Mütze kommt dran ans Schlüsselloch. Ja, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Also, ja, es klappt ja auch an sich nicht. Ich glaube auch, du kriegst hier keinen Schlüssel. Das ist das eigentliche Problem. Ich finde, dass das Ganze auch ein bisschen zu primitiv hier aufgebaut ist. Kannst mal Spaß, ein bisschen vorspulen, ob irgendwann ein Schlüssel runterfällt, aber... Nee. Du hast aber schon noch den Safe-State, bevor du in die Tür reingegangen bist, oder? Bevor nee, natürlich. Es sind ja alles extra Safe-States hier. Großartig. Aber ja, du hast recht. Ich komme hier aus der Runde ja gar nicht mehr raus. Ja, ja, genau. Hier ist ja das Ende. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ja gut, aber wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Sind noch ein bisschen Keyjumpen hier und so. Habe ich gerade gemacht. Ach, guck mal, da oben kann man auch entlang laufen. Hä? Was ist das denn? Siehst du auch das Stück da oben? Über dem Time. Huch, ich habe mich gerade gemutet. Ja, ich sehe das. Wunderschön. Guck mal, man kann sogar hier reinspringen. Das ist, ist das schon... Was tust du? Bist du wieder gemutet? Ach so, ja, war ich... was ist denn das? Leertaste, ja, okay. Ha! Du Held. Ja, das ist so fake, ey. Das ist so fake. Schon, ne? Jetzt...
Ja. Aber schön. Sag Adios. Ist ein schöner Raum. Ja, auch wenn mir das mit extremer Waldatmosphäre immer noch besser gefällt. Okay, tschüss Raum. War schön mit dir. Ist aber schön, dass das jetzt hier auch vorkommt. Geh mal wieder hier hin. So eine Art und Weise halt. Hier ist schöner. Ach, da ist ein Safe-Set, ja, sehr gut. So. Die Frage ist nach wie vor, wir haben den Cooper hier getötet und deswegen müssen wir das Level wahrscheinlich sowieso das nächste Mal neu starten. Ach so, Denn ich ja, wette, könnte. ich krieg das hin, ich krieg das geglitcht, ohne den Cooper nochmal zu töten. Allerdings weiß ich, wie gesagt, auch jetzt noch nicht, wie ich hier zurückkommen soll. Deswegen habe ich hier einfach mal den P-Switch aus Spaß gedrückt und dann hier die Tür gesehen, aber hat ja nur nicht so Ah, viel mit dem Pilz. gebracht. Wenn du Wir den können natürlich P-Switch auch wieder einfach mal den Pilz drückst. duplizieren, das hat das letzte Mal ja so Ja, gut ich glaube. funktioniert. Sehr gut. Aber alles das führt uns jetzt nicht weiter. Naja, Und also selbst wenn durch. ich dann nochmal da Schon. oben bin, bringt mir das auch nicht sehr viel. Ach stimmt, da oben ist ja gar nichts. Ja eben, Ah, ich du müsste jetzt musst. eigentlich nochmal hier irgendwie runterkommen. Stimmt. Keine Ahnung. Wie kann man. Ach, du könntest an sich. Kann ich Nee. mich mit dem P-Switch hier irgendwie durchdrücken? Nee. Den P-Switch selbst kann ich da runterdrücken, aber ich mich nicht. Kann man irgendwie Yoshi selbst verglitschen, dass der da durchfällt? Nein, ich glaube nicht. Mit mir dann drauf, oder was? Wegen dir, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Interessante Vorstellung. Nee, das geht aber, glaube ich, nicht. Ich glaube auch. Also zumindest nicht so jetzt ohne weiteres. Das müsste man irgendwie inszenieren mit tausenden Chucks und sonst was, was weiß ich. Und warum ist hier so eine Lücke? Aber die sind einfach überall. Ich glaube, die sind nur Verzierung. Das ist Verzierung, ja. Hui. Naja, Gucken wir uns dann das nächste Mal an. Jetzt haben wir jedenfalls eine halbe Stunde. Das reicht definitiv. Eine halbe Stunde nur Scheiße gemacht. Naja, Großartig. Moment. Wir haben uns in dem Level umgeguckt. Das Level ist ja komplett Ach, neu in dem Part aufgetaucht. was den MP-Switch hast du auch bekommen. Alles cool. Ja. Und wir haben das komplette Fake-Ding uns angeguckt, was wahrscheinlich Fake ist, ziemlich sicher. Das ist sowas von Aber es Fake. ist ziemlich lustiger Fake, wenn es Fake ist. Ja, das Danke ist jedenfalls fürs lustig. Zuschauen und tschüss. Ja, tschüss.